So, hallo an euch alle, schön, dass ihr eingeschaltet habt, hier zu einem neuen Unboxing-Video bei meinem kleinen Kanal. Ihr seht schon, es ist immer noch Hochsommer, auch wenn vielleicht jetzt dieses Video online kommt, kann es durchaus sein, dass es kühler ist, aber jetzt, wo ich aufnehme, so Mitte August, haben wir wirklich Hitze, Hitze, Hitze. Und da bietet es sich natürlich an, nicht über einen heißen Film zu reden, aber über einen Film oder über ein Mediabook, das es schon etwas länger auf dem Markt gibt, das ich damals auch schon vorbestellt hatte. Und das jetzt einfach, ich schaue jetzt halt mal zu lange rumlag, bevor dass ich jetzt wirklich mit die Zeit genommen habe, es für euch oder mit euch auszupacken. Und es geht heute um den letzten oder aktuellen Film von Luc Besson, und zwar den Dogman. Eine Mischung aus Horror, Thriller, Drama, der in seiner Inszenierung her doch klare Züge von Joker aufweist. Und das ist natürlich auch eine Message oder eine Aussage, die nicht jetzt von mir, also nicht nur von mir kam, sondern das auch viele andere Filmkritiker oder Filmkritikerseiten getroffen haben. Es wird sogar beim Mediabook hinten auf der Rückseite auch kurz als Zitat erwähnt. Luc Besson hat mit Dogman seinen eigenen Joker inszeniert. Und wie gesagt, so vom Aufbau her, von der Atmosphäre her, wie gesagt, kann man durchaus deutlich erkennen, dass sich der Luc Besson hier bei Joker mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, wo er jetzt auch dann im Herbst der zweite Teil kommt, dass sich da auf jeden Fall ein oder andere abgeguckt hat. Genau. Worum geht es aber in dem Film, bevor das wir jetzt hier final auspacken? Bei einer Verkehrskontrolle wird Doug, der wird vom Caleb Landry Jones gespielt, blutverschmiert und im Abendkleid am Steuer eines Lastwagens voller Hunde aufgegriffen und festgenommen. Beim Verhör auf der Polizeiwache berichtet er über Ereignisse, die so schockierend sind, dass sie jegliche Vorstellungskraft sprengen. Also er merkt schon an diesem kurzen, knappen Inhalt, es wird eigentlich nichts über den Film verraten, nur dass es theoretisch um Hunde geht und um einen Mann in Frauenkleidung. Und das finde ich immer ganz interessant oder auch ganz passend, wenn man bei einer Inhaltsangabe nur so grob angerissen bekommt, was eigentlich dahinter steckt, aber es bleibt halt sehr, sehr vieles im Dunkeln. Und das ist auch gerade bei Dogman ein ganz, ganz, wie ich finde, wichtiger Entschuldigung, ein ganz wichtiger Teil, dass man sich diesen Film wirklich auch so unvoreingenommen wie möglich anguckt. Also ich empfehle jedem, nicht vorher eine 10-seitige Inhaltsangabe zu lesen oder sonstige hart spoilernde Kritiken sich durchzulesen, damit man einfach ja gewisserweise überrascht werden kann. Natürlich ist das schreibt hier auch Filmstarts, ein komplett wilder dabei, aber enorm unterhaltsamer Ritt zwischen den Genres. Also man muss sich halt auf diesen Film auch in gewisser Weise einlassen, weil er halt nicht so stereotypisch daherkommt, wie man es eigentlich erwarten könnte. Und ja, wie schon hier gesagt, weil er halt zwischen den einzelnen Genres halt sehr, sehr, ja, sag jetzt mal, schnell und quasi übergangsfrei hin und her springt, um dabei doch eine gewisse unterhaltsame Geschichte zu erzählen. Wobei unterhaltsam ist eigentlich wieder fast das falsche Wort. Es ist doch eine durchaus sehr, sehr tragische Geschichte. Wird vor allem dadurch nochmal aufgewertet, weil wir zum Duck auch noch die Kindergeschichte dazu bekommen, wo er quasi hat, also so kann ich verraten, er hatte den Bruder, einen streng gläubigen Vater, muss man dazu sagen. Also wird spielt das Thema mit Religion und einem gewissen Fanatismus noch mit rein. Und er hat dadurch natürlich eine entsprechend schreckliche Kindheit. Daraus ergibt sich dann auch der Bezug zu den Hunden, ohne dass ich jetzt so viel verraten möchte. Und darum ist Dogman eigentlich auch ein sehr, sehr tragischer Film, weil dieser Duck eigentlich ein Mensch ist,
der so am sozialen Rand steht, der in gewisser Weise unsichtbar für die meisten von uns ist, aber trotzdem ja eine gewisse Macht auch besitzt und der einfach so diese Message oder ja diese, wie soll ich es nennen, diese allgemeingültige Aussage, der Hund ist des Menschen bester Freund, nochmal auf ein ganz anderes Level bringt und nochmal ja da auch eine ganz andere Tiefe der Beziehung dieser zwei, sag jetzt mal, Geschöpfarten nochmal ins Leben bringt. Von dem her, von diesem Hintergrund ist das ein sehr, sehr interessanter Film und darum war ich auch froh, als ich den damals im Kino gesehen habe. Das war sogar, wenn ich mich recht erinnere, eine Sneak damals, wo ich dann auch nach dem Film so ein bisschen mitbekommen habe, dass viele mit Dogman nichts anfangen konnten. Wie gesagt, ich war schwer und extrem begeistert und da war natürlich klar, dass ich mir dann das Mediabook im Cablite Shop, weil Cablite ist der Verleiher, mir besorgt habe. Genau, und wir haben jetzt hier dieses 4K Ultra HD Mediabook, wo im Prinzip die 4K Blu-ray und die normale Blu-ray drin ist. Und bevor das jetzt wieder zu lang schwafel, würde ich sagen, wir lüften das Geheimnis. Und ich bin wirklich extrem gespannt, was wir hier finden werden. Wie gesagt, es steht jetzt bestimmt ein halbes Jahr bei mir im Schrank, beziehungsweise in meiner Wand. Und andere Mediabooks, die später kamen, sind früher ausgepackt worden. Und deswegen gesagt, holen wir jetzt nach. So sieht es dann aus. Wir haben dann, das hat man aber schon in der Folie erkannt, ein Deckblatt für die Rückseite. Also die Rückseite habe ich euch ja kurz schon gezeigt. Ich werde jetzt dann gleich bei der anderen Ansicht nochmal genau darauf eingehen. Wie gesagt, die kann man dann schön entnehmen. Und dann haben wir hier nochmal diesen Duck als Frau verkleidet. Ich würde sagen, auch leicht minimal blutverschmiert und mit riesen Diademkette. Und ihr seht auch schon, es ist glänzend, also keine matte Oberfläche, auch auf der Vorderseite, sondern ein glänzendes Mediabook. Das ist der, sag jetzt mal, der Rücken, ganz normal mit Filmtitel unten, dass die Nummer halt und dass es eine Ultra-HD-Version ist. Und dann machen wir mal auf. Und wir haben vorne die 4K Blu-ray mit einer Szenerie. Die kann man auch, das teste ich jetzt gleich, schön rausnehmen. Und wir haben da quasi die Szenerie vervollständigt. Und dann dementsprechend haben wir dann hinten die normale Blu-ray, auch mit leicht anderem Cover. Dann nochmal hier sieht man nochmal den Duck. Und auch hier kann man die Blu-ray relativ gut greifen. Sie sitzt aber etwas fest und wir haben hier dahinter quasi ein Hauch von nichts, außer schwarz. Aber was man auf jeden Fall erkennt, das Bootleg innen drin ist matt. Also ihr seht, hier spiegelt nichts. Und wir haben inklusive der letzten Seite 24 Seiten. Genau. Aber so auf den ersten Blick her macht es einen sehr wertigen Eindruck. Wir machen jetzt hier gleich mal schon unseren Wackeltest oder meinen Mediabook-Test. Ihr seht schon, da bewegt sich wenig, also hochwertig auch gebunden. Aber wie gesagt, es kommt von Cablite, da bin ich auch nichts anderes gewohnt, dass die bei so einem Film dann auch entsprechend Geld ins Mediabook stecken. Genau, dann würde ich sagen, ich baue kurz um und dann schauen wir, was uns im Inneren von Dogmen erwartet. Hier nochmal das wunderbare Titelbild. Also ich finde das richtig toll. Sehr aussagekräftig, hat aber auch so eine gewisse Düsternis und ja, in gewisser Weise auch etwas Böses und Tragisches. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt gleich mal rein, was uns innen drin erwartet. So, ich bin fertig mit dem Umbau. Also hier sieht man auch schon wieder deutlich, wie sehr das spiegelt. Also jetzt haben wir hier nochmal einen etwas genaueren Blick auf das Titelbild mit dem Filmtitel und ein Film von Luc Besson. Wie gesagt, das ist die Rückseite nochmal, wo wir den Duck sehen. Wie gesagt, hier leicht blutig mit einem irgendwie doch durchaus fiesen,
aber auch leeren Blick. Also ich finde, das ist so eine Mischung aus beiden. Wie gesagt, das ist dieses Rückdeckblatt. Das habe ich euch gerade vorgelesen. Dann haben wir hier quasi die Bonus. Da ist quasi, erzählt Luc Besoyer seinen Film. Dann haben wir hier mit einem, der Hauptdarsteller, der Caleb Jones nochmal beleuchtet. Dann Bilder vom Set. Dann sagt der Clement Schick was über Dogman. Wir haben ein Musikvideo zum einem Song aus dem Film. Den Trailer und wie gesagt das Bootleg, was wir uns gleich ansehen werden. Dann hier, wie gesagt, was für Discs drinnen sind. Was man natürlich auch eventuell für ein Kabel braucht. Und hier unten dann quasi ganz normal die Credits mit den wichtigsten Namen, die beteiligten Firmen, dass es ein FSK 16 ist, sieht man aber auch hier vorne schon. Und ganz normal Strichcode, Impressum etc. Also der standardmäßige Aufbau, auch so vom Design her, wie man es eigentlich auch bei CapLite gewohnt ist. Und auf der Innenseite ist auch so typisch dieses wunderbare Filmregal mit CapLite-Klassikern, wo natürlich alle geXten Filme sind nicht mehr erhältlich, also nur noch über den Zweit- oder Drittmarkt. Teilweise auch zu natürlich dann entsprechenden Preisen. Und dann haben wir hier quasi so einen, ja, quasi einen Filmtipp. Night of the Hunted, den habe ich auch schon gesehen. War jetzt, sag ich jetzt mal, mittelmäßig. Und da ist quasi ab, das den ab 21.03. gibt. Also könnt ihr schon mal sehen, wie lange hier Dogman bei mir schon liegt. Wenn quasi dieses Mediabook ab 21. März erhältlich ist, dann ist nochmal ein QR-Code, dass du zum Shop kommst. Also das ist halt auch so typisch CapLite. Dieses jetzt mal sehr nette Filmregal mit einem Filmtipp. Genau. Ich lege es mal so hin. So, dann gucken wir jetzt mal uns das Bootleg bei Dogman an. Wie gesagt, hier nochmal mein Mediabook-Test. Also ihr seht schon, sehr massiv. Und dann geht es hier los. Luc Besson. Quasi ja, in einer Art Reportage. Wie quasi, das ist übrigens der Regisseur, ja, wie dieser Film entstanden ist, wie die Idee kam, welche Hintergründe da sicherlich dahinter stecken. Dann ist hier mit dem, das nächste Kapitel handelt dann über die Arbeit mit den Hunden, weil er, wie gesagt, dieser Film sehr, sehr viele Hunde beinhaltet. Auch immer mit einem Bild aus dem Film. Und das Thema Hunde ist anscheinend doch etwas umfangreicher, weil wir hier schon jetzt die dritte Seite, also zweite, dritte Seite haben. Dann geht es hier um die Musik. Da war der Eric Serra, der Komponist. Und der ist ja sozusagen der Stammmusikmacher für Luc Besson, wie auch hier quasi nochmal gleich im ersten Satz erwähnt wird, dass die beiden schon seit den ersten Kurzfilmen vom Besson zusammenarbeiten und dass die natürlich aufgrund der vielen Jahre Erfahrung oder gemeinsamen Werke, dass dann natürlich in gewisser Weise auch eine, ja, dass einfach der Eric weiß, welche Musik das sich der Luke vielleicht vorstellt. Und dementsprechend denke ich mal, wird auch jetzt der Part der Komposition vielleicht gar nicht mehr so lang oder intensiv sein, wie jetzt, wenn jetzt ein Musikmacher mit einem Regisseur das erste Mal zusammenarbeitet. Hier geht es weiter mit der Musik. Und nochmal ein Bild vom Duck. Diesmal mit kurzen Haaren, aber trotzdem sehr feministischen Zügen. Dann sind wir schon bei der Hälfte angelangt. Mit drei, das kann ich, glaube, das ist erkennbar, dass es drei Gangster sind, die in dem Film auch eine wichtige Rolle spielen. Hier sieht man auch, es ist dreifach getackert. Normalerweise sind der Mediabooks oft nur zweifach getackert, also hier auch nochmal ein Qualitätsmerkmal. Dann geht es jetzt hier um den Cast, also die Besetzung. Und da geht es los, die berufliche Zusammenarbeit zwischen Luc Besson und seiner Ehefrau
war von Anfang an eine Bereicherung für das Projekt. Also quasi seine Frau war als Produzentin mit dabei und dementsprechend auch ein natürliches Vertrauensverhältnis. Und da wird jetzt sicherlich darauf eingegangen, was zum Thema Cast ist. Darum ist es auch wieder ein umfangreicheres Kapitel und da kommen auch, was ich so beim Überfliegen sehe, die Schauspieler zu Wort oder einige der Schauspieler. Dann haben wir hier nochmal so ein Bild aus dieser Vernehmung mit einer Polizistin und dem Duck, wie er da rauchend sitzt und quasi erzählt und erzählt. Und dann haben wir hinten, und ich schätze mal vom Ding her, jetzt werden die letzten Seiten sein, ein Interview mit dem Hauptdarsteller, mit dem Caleb Jones, wo es natürlich jetzt gleich mal darum geht, warum er diesen Film gemacht hat oder warum er diese Rolle wollte. Dann, wie er seine Figur beschreibt. Dann, wie die erste Begegnung mit dem Regisseur war. Was die größte Herausforderung für ihn war. Die Vorbereitung und welche Erinnerungen er mitnimmt. Und unten steht nochmal dort, dass es ein Auszug aus dem deutschen Presseheft ist. Dementsprechend haben wir jetzt hier leider auch keine Angabe zu einem Autor, der für die Texte verantwortlich ist, weder jetzt hier hinten noch ganz vorne. Ich habe zumindest nichts gesehen. Finde ich ein bisschen schade. Ich gucke doch mal hier, ob man hier irgendwas noch findet, damit wir auch den Namen des oder der Autor oder Autorin auch nochmal nennen. Aber ich kann jetzt auf die Schnelle nichts entdecken, wer hierfür verantwortlich ist. Aber was schon mal gut ist, also ich bin ja immer ein Freund davon, wenn jetzt die Bootlegs oder Bootlegs nicht zugekleistert sind mit Text, sondern wenn wir da auch eher weniger Text in etwas größerer Schrift haben, dafür auch Bilder, weil das ist natürlich auch so für viele so ein Kriterium, dass sie vielleicht in diese Bootlegs gar nicht so reingucken, wenn man gleich auf der ersten Seite mit Text erschlagen wird und quasi keine Bilder bekommt. Dementsprechend finde ich das immer so, wie es hier gemacht ist, die Ideallösung. Natürlich hätte man vielleicht noch einen Part mit raufnehmen können oder mit reinnehmen können zum Thema Kameraarbeit vielleicht noch, weil das in dem Film auch eine entscheidende Rolle spielt. Aber ansonsten glaube ich, so als kurzes Informationsmaterial aus erster Hand ist es sicherlich gelungen. Und wie gesagt, beim Überfliegen habe ich jetzt schon erkannt, dass man hier sich nicht mit Belanglosigkeiten aufhält, sondern schon auch auf die wesentlichen Dinge des Films eingeht. Genau, das war es dann eigentlich auch schon. Nochmal ein Blick von oben, von unten. Recht von mir, glaube ich, kann man gar nicht dazu sagen. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung zu dem Film. Vielleicht hat den der ein oder andere gesehen. Und ich freue mich schon, wenn ich euch dann die nächsten Mediabooks vorstellen kann. Da liegen ja noch ein paar bei mir rum. Und es kam jetzt auch die Tage noch eins hinzu. Von dem her dürft ihr euch freuen, was da demnächst noch kommt. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.